Und herzlich willkommen damit zurück bei Costume Quest, einer neuen Quest. Sorry. Unprofessional. Willkommen bei Costume Quest. Again. Wir machen das nochmal neu. Und herzlich willkommen bei Costume Quest. Take 3. Heute werden wir doch mal zum Endgegner kommen, hoffentlich. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich möchte Dorcilla endlich in ihren Arsch treten können. Denn wir haben alle Kostüme jetzt. Wir können es uns nochmal angucken. Ich habe letztes Mal alle Kostüme gesammelt. Ja. Alle. Wir hatten das neue Einhorn-Kostüm. Supergeil. Das Vampir-Kostüm. Und das Katzenkostüm. Die schwarze Katze. Super cool. Die schwarze Katze wird mir nichts nützen. Denn ich will nicht, dass die Gegner weglaufen. Ich will sie hart in den Popo, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und wir begeben uns jetzt diesen großen Berg hinauf. Und da steht sie. Guckt sie euch an. Dorcilla. Ja, genau. Mein Team habe ich letztes Mal ausgesucht. Ich habe es euch schon erklärt. Das Einhorn hielt richtig gut. Und der Pumpkin und der Roboter dealen a lot damage. A lot of damage. Passt auch, Silla. We meet again. Süßes oder saures. Bitch. Ah, wie süß. So, und so hübsche Kostüme. Tja, da schaue ich mal, ob ich Süßigkeiten für euch liebe Kinder habe. Ach, hier ist ja ein ganz besonders großes. Das einzige Problem ist, dass die Süßigkeit vermutlich nicht mit euch gehen will. Tatsächlich. Tatsächlich will diese Süßigkeit euch nie wiedersehen. Dorcilla wird mich weit wegbringen an einem Ort, an dem man sich auf mich freut. Hör zu, ich war ein totaler Trottel, als ich die Sache sagte. Und davor war ich auch noch ein ziemlicher Trottel. Aber wir müssen zusammenhalten. Macht euch deshalb keine Sorgen. Ihr kommt alle mit uns. Wir gehen durch dieses magische Portal in eine Welt, der man mich als Königin behandelt. Interessant. Wenn wir auf der anderen Seite alle königliche Positionen einnehmen. Und 1000 Jahre herrschen, wir werden unsere Rückkehr nur 10 Minuten vergangen sein. Was? Nein. Ihr werdet als Süßigkeiten verkleidet in einen großen Sack gesteckt und Großknochen überreicht, um meine Schuld zu begleichen. Was er da mit euch macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir kommen nicht mit dir. Meine Schwester kommt nicht mit dir. Niemand kommt mit dir. Fasst unsere Kostüme an. Nun dann. So viel zum Thema Süßes. What? Shadow Clone, Jutsu. Nee, falsch Spiel. Wir werden uns jetzt rächen an dir, Dorcilla. Malefiz. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Einfach Angriff. Bitte bam. Batsch. Einfach Angriff. Die hat 4000 Lebenspunkte. What the hell? Oh Gott. Mist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Wissenschaft befreien können. Jemand muss mich hier rausholen. Ich will weiterkämpfen. Wie denn? Müssen wir in den Rankenkäfig? Ah. Zerstören wir den Rankenkäfig und dann kommen wir wieder an ihn heran. Erfolg. Und da ist Reynold wieder. Oh. Ausgewichen. Raketenhagel. Bam. 115 nur. Oh Gott. Mein schönes Wundermittel. Wir halten uns den Heal auf. Alle Heiligen. Bam. Oh Gott. Oh nein, wer davon ist die echte Hexe? Okay, ich weiß nicht, wer die echte Hexe ist. Sie ist Level 20. Ich heile ihn. Krass.
Okay. Das ist die falsche. Aber ich glaube, ich zerstöre sie trotzdem. Genau, ich mache 700 Schaden. Das kann sein, dass die echte ist. 500 Schaden, meinst du? Wir müssen irgendwie versuchen, sie abzulenken. Sie lädt schon wieder auf. Okay. Raketenhagel! Nice. Einfach Angriff. Nein. Alle Heiligen. Los. Okay, sie muss tot sein. Gut so. Wir müssen ihre Konzentration irgendwie brechen. Okay. Kriegen wir hin. Einfach Angriff. Okay, wir haben noch genug Lebenspunkte. Nein! Oh Gott. Shit. Okay, ich muss sie... Nein, sie ist gelähmt! Oh, er lebt noch. Ist immer noch gelähmt? Nein. Okay, gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Wundermittel, sie muss überleben. Sie kann ausweichen, das ist sehr gut. Los! Du! Alleine! Ich kann nicht mehr sehen, ey. Ausgewichen. Okay. Jetzt müsste sie eigentlich tot sein. Naja, okay, fast. Komm schon. Ich glaube, soll ich jetzt die tot machen? Die macht nicht so viel Schaden. Das könnte uns trotzdem das Genick brechen. Shit. Ich muss sie töten. Nein. Nein, du Biatsch. Ja gut, aber er kann heilen dadurch. Naja, gut, dann wird nicht mehr geheilt. Okay, wir haben ihn gleich wieder bei uns. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge, wir haben ihn wieder. Okay, und jetzt. Nein, was macht denn jetzt schon wieder? Ihre dummen Dinge. Achtung, sie benutzt Zahnbilder. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ausgewichen. Raketennagel! Ja! Okay, gut, das ist die richtige. Okay. Ich heile erstmal ihn. Weiß nicht warum. Jetzt stimmt das mir die falsche. Und jetzt mach dich bereit, vor deinen Schöpfer zu treten. Komm schon.
einfach Angriff. Bam! Und jetzt. Leute. Sag tschüss zu Dossela. Ja. Neuen Gegenstand erhalten. Okay. Level hoch. Ach, Dossela, du sollst bitte diese schreckliche Welt doch einfach nur verlassen. Warum lässt sie dich nicht gehen? Achso, das war sie. Bist du etwa zu schön? Was? Oh, bitte. Niemand versteht mich hier. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Das da. Große Wiederherstellung der GP pro Zug. Kriegt Lucy. Kann ich so irgendwie schlagen? Ich kann das kaum mehr. Stirb! Okay, was ist denn jetzt los hier? Wo ist meine Schwester? Lass mich ein bisschen in Ruhe, sonst erwartet ich auch noch ein viel größerer Kampf. Hört sich doch gut an, wir sind bereit für deinen Kampf. Einverstanden. Es gibt hier doch Möglichkeiten, noch breiterer zu werden. Dann wollen wir wohl mal hier durchgehen. Dann wollen wir es lieber mal lassen. Ich gehe nicht um meine Schwester. Wenn die mich noch einmal stört, gibt es einen Kampf, der wirklich groß sein wird. Ich gehe nicht um meine Schwester. Das ist peinlich. Was? Das platzen alle deine Hoffnungen und Träume? Nein, die Verstärkung rufen zu müssen. Ich beschwöre gefräßigen, unersättlichen, großknochigen Kadaver. Ist es Zeit für Süßigkeiten? Boss, es tut mir leid, aber diese Kinder haben deine Süßigkeiten genommen. Was? Nein. Piep. Nachricht übermittelt. Hä? Das ist der Lautsprecher, den Dorian dir gegeben hat. Piep, Dorian. Ich bin's, Dossela. Hör zu, du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ich hänge nur lang genug mit diesen Monstern herum, um sie auszutricksen, damit ich nach Repugia kann. Sobald ich da bin, kann ich leicht meine Kräfte einsetzen, um Großknochen loszuwerden. Da werde ich Herrscherin über Repugia sein, nicht die Großknochen, dieser fette Verlierer. Ben. Oh. Das ist unerhört. Ein Brockengelibber? Ich verwandle dich in ein Brockengelibber. Das muss Repugia niemals betreten, niemals! Du kannst nicht machen. Wir hatten ein Abkommen. Geh mir aus den Augen, du Abkommen. Das Abkommen ist geplatzt. Fast fehlt mir die Energie, diese Kinder jetzt zu essen. Fast. Ach, und übrigens, viel Spaß dabei, du Trottel. Fein. So ein Appetit. Und ich bekomme noch mehr. Habt keine Angst, Kinder, in meinem Magen wird es euch gefallen. Da drin riecht es gut. Ich habe gerade erst Schinken gegessen. Okay, sie hat uns ein bisschen mehr was gegeben. Okay, wir haben nur einen Großknochen. Wham. Wham. Jetzt Großknochen sie. Oh Gott. Uff. Ich habe mehr Angst vor Dossela, ey. Ist er noch etwas unter dieser was? Oh nein. Schlimm.
lange, du. Aber weißt du was? Das stört mich nicht, denn... Pump up the heel, pump it up, pump it, pump it, pump it. Deswegen hebe ich sowas mal auf. Oh, die werden stärker. Raketenhagel! Attacke! 145, ey. Krass. Und bam! Ah. Und alle Heiligen. Alter. Lucy geht ab. Ist da noch was unter die Tür? Ganz ehrlich. So, und jetzt? Jetzt einen Doppelangriff ermöglicht, du Sack. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Zeit für eine kleine Verstärkung. Jam, jam, jam. So mag ich den. So mag ich das, der Zuckerpapa. What? Okay. Oh mein Gott, jetzt. Ausgeglichen, Junge. Ha, geil! Mach dich bereit, vom Einhorn aufgespießt zu werden! Hallo? Noch ein HP? Sieg! 5000 EP. Großknochen? Wohl eher ein kleiner Knochen. Kommt, dann holt sie euch. Hey, lass mich was übrig. In Ordnung, wir laden ein paar Süßigkeiten im Zentrum ab und dann gehen wir geradewegs zurück nach Auburn Pines. So soll es sein. Hey Leute, sollen wir einen Pakt schließen? Sollen wir das zu jedem Halloween machen? Ja. Ja. Ey. Nein. Ja, vielleicht. Candy Crisis. Okay, Lucy und Everett, ich habe eure Eltern angerufen. Und sie haben gesagt, dass es okay ist, wenn ihr hier bleibt. Ja. Der Vater sieht gruselig aus. Ich frage mich, ob sie ebenso glücklich darüber sind, dass sie die Kinder hier rettete. Mama! Mama! Ich will Süßigkeiten. Papa Steuer. Mein Bartfarbe ist anders als wie von meinem. Gute Nacht, Kinder. Okay, kommen wir wieder zum Geschäft. Ich nehme den Caramel. Nicht schlecht, ich nehme mich auch in Schnecken. Ich nehme Lakritz. Und zu mir sagst du I? Ich liebe Lakritz. Das stimmt, ich auch. Du kannst Lakritz von mir haben, Brüderchen, wenn du mir dafür eine Packung Astronautenscheiben gibst. Abgemacht, Schwester. Okay, ich nehme die weißen Schokoladenringe.
Ah, du kannst ihn nicht nehmen, wenn du gerade getauscht hast. Doch, das geht. Seht mal, ich weiß, dass es eurem alten Stand anders war. Ich nehme Prickelpups. Pax. Ich war dran. Ich kann nicht ewig warten, Baby. Baby? Hast du mich gerade Baby genannt? Ja! Oh Gott, wen sind wir denn da? Die Kinder der Entwickler. Double Fine. Okay. Leute, wir haben es gepackt. Ein Spiel, was nicht sonderlich scheiße war, mal. Nicht so wie Mono Bricks. Egal, aber wir haben es fertig. Ich fand das Spiel witzig. Für den kleinen Preis, wo ich es mir geholt habe. Ich glaube, ich werde mir den zweiten Teil auch noch antun. Kann ja nur besser werden. Nee, aber ich meine, wenn sie das gleiche Spielprinzip beibehalten und sowas, könnte es doch noch sehr gut werden. Also, es hat mir sehr gut gefallen. War knuffig, hatte seinen Charme. Ich fand die Kostümidee halt am Anfang schon sehr witzig. Und, ja, gute Story. Oh, Truman und Mildred. Special Thanks. Wo steht mein Name? Nein. Will Wright. And the entire team of Douglas Fine Production. Graham Jens, Pancake, Gordon Enable, Joveth Gonzalez, KC, Kara and Finn, Michelle and Ruby, Truman, Robbie Whedon, PC Team, ja Leute, ich hoffe es hat euch auch gefallen, so weit und so gut. Es gibt ja noch das Add-on. Ich weiß nicht, ob ihr das gerne sehen wollt. Ich glaube, es sind ja nicht so viele begeisterte Zuschauer momentan bei diesem Spiel. Vielleicht mache ich es irgendwann anders. Das reicht mir jetzt erstmal. Ich habe es jetzt offiziell abgeschlossen. Mir reicht es erstmal mit dem Spiel. Ich habe nämlich noch eine andere Idee. Jetzt, wo ich eben Monkey Island und Marlow fertig habe. Costume Quest, Double Fine Productions, and Double Fine Logo, I exclusive trademarks of Double Fine Productions and all rights reserved. Genau. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt erstmal Ruhe mit Costume Quest geben wird und ein paar andere Projekte werden eher bevorzugt. Aber was das sein wird, verrate ich euch noch nicht. Das werdet ihr dann sehen auf meinem Kanal. Leute, haut rein. Ich hoffe, es hat euch wirklich ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Muss nicht sein, kann. Ich würde mich freuen. Freue mich immer über Daumen. Daumen sind toll. Die brauche ich meistens zum Zocken. Hier. Deswegen, je mehr Daumen, desto besser wird diese ganze Sache. Also haut rein, Leute, euer Fresh Flix. Macht's gut.